Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und heute kommt ein gern gesehener Gast zurück. Ihr kennt ihn alle aus In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Dort spielt der Ben Albeck. Ich freue mich, dass er zurück ist. Philipp Danne, wie geht's dir und wo bist du? Hi, mir geht's super gut. Ich bin zu Hause. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich etwas müder als beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben. Was an einer wunderbaren privaten Entwicklung liegt. Aber trotzdem innerlich absolut glücklich und erfüllt. Trotz Müdigkeit, sagen wir mal. Das freut mich. Und ich hoffe, es ist für alle so schön, wie du es dir zum jetzigen Zeitpunkt für alle Beteiligten gewünscht hast. Also ich meine, genau, man muss ja kein Geheimnis draus machen. Das ist ja, der ein oder andere hat es schon mal gehört. Ich habe einen Sohn bekommen. Und das stellt, so wie alle immer gesagt haben, das ganze Leben natürlich schon ganz schön auf den Kopf. Aber vor allem im Positiven. Ne? Also es ist unfassbar anstrengend, das braucht man auch nicht schönreden. Viele Leute, die vorher immer gesagt haben, sag mal, was ist denn da bei dir los, wann kriegst du denn ein Kind und so, wie lange dauert das noch und so, ne? Das ist das Schönste der Welt, bla bla bla, die waren ab dem Moment, wo man das Kind dann hat, mit, ja, willkommen im Club, weißt du, jetzt siehst du mal, ja, wie schwer das ist und ne, ist das nicht krass, ja, man schläft überhaupt nicht mehr und so. Aber tatsächlich haben halt einfach beide recht, ne? Es ist unfassbar schön und das Schönste der Welt und trotzdem ist es unglaublich anstrengend und man weiß gar nicht, wie man das bewältigen soll. Also es ist einfach, aber trotzdem wahnsinnig toll. Ich freue mich, dass ihr drei euch jetzt habt und natürlich einen der süßesten Hunde Deutschlands. Ja, die Elsa, und die macht das auch so toll mit dem Kleinen. Also da hatten wir ja auch so ein bisschen Sorge, ne? Wer weiß, wie das so ist. Großer Hund, ganz kleiner Mensch. Außerdem der große Hund, schon lange Familienmitglied und jetzt kommt jemand Neues mit dazu. Wird sie das denn alles so akzeptieren und mitmachen und oder gibt's da vielleicht dann doch mal Stress, obwohl die ja immer so super tiefenentspannt ist? Aber glücklicherweise ist es genauso geworden, wie wir uns das erhofft hatten. Sie liebt ihn einfach und sie kommt super mit ihm klar und die spielen schon zusammen und er hat also das ist, wenn du so willst, auch eins seiner ersten Worte, Elsa. Also natürlich sagt er schon Papa und Mama, aber Elsa ist ein Geräusch. Und das geht ungefähr so. Und daran merkt man mal, wie man selber immer Elsa sagt. Weil man wahrscheinlich immer so, Elsa, wie geht's dir? Und das ist die Tonlage, die er sich für unseren Hund gemerkt hat. Deswegen ist es immer so, meint der Elsa. Hat sich das Textlevel mit deiner neuen Rolle als Papa gut vereinbaren lassen oder ist ein bisschen tricky? Ey, ich weiß nicht warum, aber das Textlernen fällt mir einfacher als vorher. Ich habe mich das letztens noch gefragt. Ich hatte wirklich relativ schwierige, komplizierte Texte und denke mir schon so, ach Gott, na dann viel Spaß die nächsten paar Stunden. Fange an zu lernen, denke mir, okay, ich kann's. Also ich habe so eine bestimmte Technik, dass ich dann immer für mich im Kopf oder auch so vor mich hin brabbelnd, je nachdem, wo ich bin, die Szene dreimal perfekt durchsprechen muss. Also ich lerne auch die Texte von den anderen quasi mit und im Kopf muss ich das dreimal vor mich hin brabbeln, ohne irgendeinen Verhaspler, ohne irgendeinen Fehler oder auch ohne nochmal kurz drüber nachgedacht, wie ging das denn? Und das ging erschreckend schnell. Keine Ahnung warum, trotzdem man müde ist. 9 Staffeln lang spielst du schon Ben Albeck. Und ich frage mich so, ist das, was am Anfang erzählt wurde, so die Prothese zum Beispiel, diese ganz große Geschichte am Anfang, ist die noch da in der Geschichte oder ist sie so ein bisschen weg? Das ist nach wie vor da. Und ich versuche das auch immer wieder mal zu bedienen. Also es gibt bei den Ärzten, also es droht so ein bisschen unterzugehen inzwischen, weil wir haben so viel damit erzählt einfach, dass es jetzt fast angeschafft wäre, wenn man jetzt wieder irgendeine Geschichte über seine Prothese macht. Ne? Es wurde ja wirklich alles rausgeholt, was man sich vorstellen kann, was das angeht, aus dieser dramatischen und für mich finde ich auch sehr schönen Geschichte. Und jetzt inzwischen finde ich es eigentlich auch ganz cool, dass das selbstverständlich ist, dass das Ding einfach da ist. Aber ich trage halt nach wie vor seit all diesen Jahren diese Prothese, diesen Dummy am rechten Knie. Und das fällt halt vor allem auf, wenn ich irgendwie eine Treppe hoch und runter gehe. Weil eine Treppe geht Ben auf jeden Fall anders als Philipp. Und das ist dann auch meistens der Moment, wenn zum Beispiel, wir bekommen ja auch manchmal neue Regisseure, die vorher noch nie bei uns gewesen sind und so. Natürlich machen die sich schlau, was ist in den letzten Jahren alles so vorgekommen. Und haben das auch mal gehört, ja, Ben hat eine Prothese, aber dann fällt es schon wieder weg. Aber wenn ich dann auf einmal, die haben sich dann so eine Vorstellung gemacht, ja, Philipp, du kommst dann bitte ganz schnell diese Treppe runtergelaufen und dann rufst du, Elias, warte kurz oder so. Und ich so, okay. Ich mach's dir mal vor und dann gehe ich die Treppe so, und dann wird denen erst bewusst, ach, die Prothese, so, und dann, das habe ich total vergessen, ach so, verstimmt. Und naja, insofern, bei solchen Momenten fällt's noch auf, ansonsten geht's unter. Aber lustigerweise, wo du mich das jetzt fragst,
ich habe irgendwie rechts langsam Knieprobleme. Ich war jetzt tatsächlich mal beim Orthopäden, habe mein Knie mal durchchecken lassen. Und es könnte sein, dass durch diese jahrelange Prothese-Dummy-Tragerei mein rechtes Knie so langsam anfängt, Faxen zu machen. Deswegen überlege ich so ein bisschen, ob ich den Dummy mal liegen lasse im Schrank. Aber ich kann mich noch nicht damit anfreunden. Für mich gehört das Ding zu Ben dazu und ich will die auch nach wie vor weitertragen. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, dass du daran denkst, als irgendwas, was dich körperlich beeinträchtigt. Wir können kurz die Anzahl deiner Knie durchzählen, es sind 2. Und ich hoffe, dass die noch eine ganze Weile funktionieren. Und beim Thema eine ganze Weile funktionieren, denken natürlich alle gleich an Ben und Leila. Tja, also ich meine, guck mal, du weißt ja, wie das ist. Ich darf nichts verraten. Das ist ja immer das alte Spiel. Und es wäre ja auch völlig langweilig, wenn ich das tun würde. Aber zumindest, ich rede mal so, da, wo wir jetzt im Moment in der Ausstrahlung sind, ist die Liebe absolut ungebrochen. So, da könntest du jetzt alles reininterpretieren. Ja, in der Zukunft wird alles auseinandergehen. Die werden sich niemals wiedersehen. Und aber auch, es wird sich niemals was ändern an dieser ungebrochenen, wahnsinnig schönen, tollen Liebe. Was definitiv im Raum steht bei den beiden, ist die örtliche Distanz. Weil einfach Leila jetzt schon eine ganze Weile drüben in London bei ihrer Tochter ist und sich da um die Zwillinge kümmert, die noch bekommen hat und so weiter und so weiter. Also das ist ja die Geschichte, die wir erzählen. Und das fuchst Ben auf jeden Fall deutlich. Und zwar immer mehr, weil, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, er stemmt irgendwie seinen Oberarztalltag in Erfurt an der Klinik und gleichzeitig fliegt er permanent nach London, um da die Fernbeziehung mit seiner Frau zu führen, die ihrer Tochter hilft, mit ihren Kindern klarzukommen. Und dabei sieht er seine eigene Tochter ja so gut wie nie, weil die ja auch in London sitzt. Und das geht ihm alles schon wahnsinnig auf den Zeiger. Und daran merkt man aber auch, wie sehr er sie liebt, weil er das alles dafür in Kauf nimmt, mit ihr Zeit verbringen zu können. Ich glaube, wir hoffen alle sehr, dass die großartige Sanam Afrashteh bald wieder da ist. Jede Folge eröffnet das Opening, ist ja, sieht man sie, Mike Adler und dich. Und man denkt so beim Vorspann, vielleicht ist sie heute dabei. Gut, aber das werden wir sehen. Wie kam es eigentlich, dass du John F. Kennedy gespielt hast? Das war schön, weil, also gut, bin ich mal ganz ehrlich. Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile bei den jungen Ärzten und auch beim Ranger drin. Und dann wird man, wenn man zwei Reihen hat, so ein bisschen faul, was man niemals sein sollte, was so sein persönliches Material angeht. Als Schauspieler hat man ja immer aktuelle Fotos abzugeben bei seinem Agenten oder seiner Agentin, wie in meinem Fall. Und auch ein aktuelles Demoband. So, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und deswegen habe ich mich umso, das muss ich jetzt aber unbedingt mal tun, und Lisa Tschirner wird mir dabei helfen, ein fantastisches Demoband zusammenzuschneiden. Und zwar übernächste Woche. Und das wird dann so großartig. Egal, anderes Thema. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass ich auf einmal einen Anruf bekommen habe. Hör mal, Philipp, ich hätte da eine tolle Rolle für dich, und zwar John F. Kennedy. Und das war eine Produzentin, die ich noch von früher kannte, allerdings noch als Schauspielerin, die inzwischen hinter die Kamera gewechselt ist. Und sie würde da an mich denken bei dieser Rolle. Und für mich war das sofort, also ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich irgendwie sowieso mit Amerika halt sehr, sehr viel verbinde. Und außerdem auch mit John F. Kennedy. Ich habe witzigerweise schon ganz lange ein Schwarz-Weiß-Bild von Kennedy an der Wand hängen, wo ich mit drauf bin, weil ich mal so einen Unsterblichen gespielt habe in einem Film, einen Zeitreisenden sozusagen. Nee, eigentlich nicht Zeitreisenden, sondern einfach nur unsterblich. Und meine Freunde in dem Film finden dann so alte Schwarz-Weiß-Fotos in meiner Kiste und sehen irgendwie, da ist der mit Kennedy drauf und sieht genauso aus wie heute. So sind die drauf gekommen. Und das hat mir die Produktion nachher als großes Bild geschenkt. Das hängt da. Und unter anderem das war dann so für mich das Zeichen, ich muss den Typen spielen. Weil wie oft kommt man dazu, als Deutscher einen amerikanischen Präsidenten zu spielen und dann auch noch den, ja, das ist, finde ich, eine Riesenehre. Und das, obwohl man ein veraltetes Demoband hat, ne? So. Also war ich dann sofort dran und wollte das wirklich, ich habe sofort gesagt, mache ich sehr, sehr gerne, kriege ich irgendwie hin. Und dann hat es aber der andere bekommen, der für die Rolle auch, es gab zwei, die sie fest im Auge hatten für die Rolle, und der war ein Native American Speaker. Und deswegen, gut, dann habe ich irgendwie von ihr einen Anruf bekommen, es tut mir wahnsinnig leid irgendwie, wir hätten das wahnsinnig gerne mit dir gemacht, aber Redaktion oder irgendwer hat es doch für den anderen entschieden. Und ich war so, das kann doch nicht sein, weil ich war mir so sicher, dass das klappt. Manchmal hat man noch so ein Gefühl von, ja, alles klar, das ist es, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall, kein Problem. Und ich habe gesagt, okay, sicher, ja? Ja, tut uns leid. Gut, ja, dann ist das so, kann man nichts machen. Dann habe ich aufgelegt und habe zu Vicky gesagt,
Ich habe tatsächlich eine Absage bekommen für Kennedy. Aber warte mal, ich habe so ein Gefühl, ich glaube, das wird noch was. Ich weiß auch nicht. Und dann eine Woche später hat sie mich angerufen. Aus irgendwelchen Gründen haben sie ihn doch wieder abgesägt und mir die Rolle gegeben. Haha, und ich war back in the game. Ja, und dann haben wir das gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh, wie das geworden ist. Und ach so, ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, aber das kommt dieses Jahr in der ARD. Das lief ja schon auf Arte. Und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal Bescheid sagen und darauf aufmerksam machen und hoffe, dass das dann auch eine Aufmerksamkeit bekommt bei der ARD. Wer jetzt schon neugierig ist, das Ganze gibt's schon in der ARD-Mediathek. Oh, das weißt du, ne? Ja, das weiß ich. Aber das war Politik, da habe ich nichts mit zu tun, wie sie das ausstrahlen. Es soll aber das erste Mal im Fernsehen erst demnächst dann kommen. Ich weiß nicht, ob ich schon das sagen darf, wann und so weiter. Und alle, die neugierig sind, einfach mal in der ARD-Mediathek in der Suche eingeben, die Reise des jungen JFK. Und jetzt würde mich natürlich auch dein Gefühl interessieren bezüglich des Rangers. Ja, da ist es auch wieder genau das Gleiche, was ich auch echt schade finde manchmal, aber dafür gibt's halt Gründe. Ich darf nicht sagen, ob es weitergeht oder nicht. Ich darf nicht drüber reden, da wird mir wirklich ein fetter Maulkorb verpasst. Ich würde liebend gerne sagen, ja, pass mal auf, Folgendes ist los oder auch, leider ist das und das passiert. Ich würde es total gerne machen, ich darf es einfach nicht. Und kann nur vertrösten auf, sobald ich etwas sagen darf, werde ich sofort rausschießen. Es bleibt wahrscheinlich die Frage, die du am häufigsten hörst, aber mich interessiert es natürlich auch. Bleibst du als Ben Albeck bei den jungen Ärzten erhalten oder ist Ben so ein bisschen langsam am Verschwinden dort hinten am Horizont? Wie sieht's aus? Ich kann nur so viel sagen, die jungen Ärzte bedeuten mir jetzt schon so viele Jahre so viel und haben mir auch in den letzten Jahren so viel ermöglicht. Und ich kann nebenher noch andere Projekte machen. Und das ist für mich der perfekte Deal im Moment. Ich mag meine Rolle, ich mag das Team, ich mag die anderen Schauspieler. Ich sage immer das Gleiche ja auch eigentlich. Und dabei ist es auch geblieben. Jetzt ist noch zusätzlich der Aspekt, ich meine, vorher war es auch schon natürlich ein wirtschaftlicher Aspekt, ne, als Schauspieler, dass man einfach was Sicheres und was Festes hat. Jetzt habe ich noch einen kleinen Sohn und habe noch mehr das Gefühl, dass das gut ist, dass man was Festes hat. Allerdings würde die Welt auch nicht untergehen, wenn sowas mal endet. Dann ist man wieder auf dem Markt und dann findet man auch wieder andere spannende Projekte, die man drehen kann. Aber ich kann nur so viel sagen, jetzt im Moment, an dem Ort, wo ich stehe, bin ich wahnsinnig glücklich, genau so, wie es ist. Gerade weil ich Zeit habe für andere Projekte und die Ärzte mir das auch gönnen. So, ne? Und das, obwohl man so eine feste, große Rolle in so einer großen Serie spielt. Ja. Du nutzt deinen bekannten Namen auch für Stiftungen. Du warst bei einer aktiv, die hast aber verlassen und bist jetzt woanders. Was ist passiert? Also ich habe mich nach langen, langen Jahren von Dolphin Aid getrennt, wenn man das so dramatisch ausdrücken will. Ich war ganz lange Zeit Botschafter für Dolphin Aid. Das ist ja eine Stiftung, die Delfintherapie ermöglicht für beeinträchtigte Kinder, für Familien mit behinderten Kindern und so weiter. Und die können sich meistens keine Delfintherapie leisten und deswegen unterstützen die und schicken die nach Florida oder nach Curaçao und die Familie darf eine Delfintherapie machen, die für sie sonst unerschwinglich wäre. So, das ist eine gute Sache. Aber aus verschiedenen Gründen, gerade auch, weil da in der Stiftung ganz, ganz viel passiert ist. Viele Leute, mit denen ich seit langen Jahren verbunden bin, unter anderem Kiki Kunert, die Schirmherrin, gegangen ist, habe ich mich dann auch von Dolphin Aid getrennt. Auch unter anderem deswegen, weil so toll diese Stiftung auch ist und so gut sie auch mit den Tieren da umgehen, das sind nicht so diese kleinen Becken wie in anderen Delfinarien oder so, wo die Touris da permanent durchgejagt werden, die leben in einem abgetrennten Teil vom Meer und so weiter, hat es aber trotzdem Geschmäckle mit den Tieren in Gefangenschaft. Und das hat mir lange nicht mehr gefallen so. Und man musste immer da an die Menschen denken und sagen, okay, aber es ist ja für die behinderten Kinder wahnsinnig wichtig und so weiter. Aber trotzdem ist es so ein bisschen auf dem Rücken der Tiere und aus irgendeinem Grund so. Und dann habe ich mich aber ein bisschen schlau gemacht und umgehört, was gibt es denn eigentlich so sonst noch, weil jetzt, wo ich von Dolphin Aid weg war, wollte ich gerne eine andere Stiftung finden, für die ich mich stark machen kann, mit dem, was ich halt so bin. Also das, was ich mitbringen kann, würde ich gerne jemand anders zur Verfügung stellen. Und dann bin ich auf die German Doctors gestoßen, die sich schon mal ein paar Mal an mich gewendet haben in der Vergangenheit. Ich habe die schon mal bei so kleineren Aktionen unterstützt. Und das ist eine unfassbar tolle Stiftung, die Ärzte an ganz viele Locations auf der ganzen Welt schicken, wo Menschen in Not sind und Ärztemangel herrscht. Und die
die vermitteln quasi deutsche Ärzte an Krankenhäuser, zum Beispiel in Kenia, auf den Philippinen und so weiter. Und diese Menschen machen das, diese Ärzte machen das freiwillig, um quasi etwas Gutes zu tun und unterstützen dabei diese Stiftung. Und ich habe mir gedacht, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache, für die ich mich vielleicht auch stark machen kann. Alleine schon, ich meine, das hat nicht direkt was mit den jungen Ärzten jetzt zu tun oder so, aber irgendwie ist es eine Parallele und ich denke mal, sie können zum Beispiel das auch ganz gut nutzen, um für ihre Zwecke dann zu sagen, ja, Philipp Dunne, zum Beispiel bekannt von jungen Ärzten, ist jetzt auch bei den German Doctors so. Und ich dachte mir, das passt doch irgendwie von der Thematik auch zu mir. Und dann habe ich mit denen nochmal etwas intensiver Kontakt aufgenommen und wir sind uns schnell einig geworden, dass ich die gerne unterstützen darf. Und ja, ich bin da sehr, sehr happy drüber. Und wir werden dieses Jahr noch, da bin ich ganz schön aufgeregt Mitte des Jahres eine Reise zusammen machen nach Kenia und da vor Ort mal schauen, was da los ist. Und zwar in einem der schlimmsten Slums, von dem ich jemals gehört habe, beziehungsweise erst durch die German Doctors gehört habe. Das ist ein Slum, was in Kenia auf einer Müllkippe gebaut ist. Also die Menschen leben auf einer Müllkippe in ihren Wellblechhütten. Und wenn die Mülllaster kommen und den Kram auskippen, dann kommen die ganzen Menschen wie Ameisen daraus und kämpfen mit den Marabus, was wiederum Aasvögel sind, um die Hinterlassenschaften der Großstadt. Und ich finde solche Sachen, das ist so unvorstellbar schlimm, dass ich gar nicht fassen kann, dass nicht jeder davon gehört hat, dass das nicht jeder kennt. Und dann dachte ich, als wir dann darüber gesprochen haben, wo möchtest du denn hin, wo könntest du dir vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, dann dahin. Ne? Weil es ist so, so, so furchtbar. Und dann kann man da einfach mal zeigen, irgendwie, wenn ich ein wenig Aufmerksamkeit erregen kann, einfach durch die Person, die ich bin, dann ist das gut, wenn es für so etwas ist. Und die Spenden dann in diese Richtung laufen oder noch mehr German Doctors gefunden werden, die dann da unterstützen wollen vor Ort und so weiter. Ja. Das freut mich doch, dass Dr. Ben Albeck uns erhalten bleibt. Und wenn ihr Philipp sehen wollt, rein in die ARD-Mediathek. Dort gibt's ihn bei den jungen Ärzten als Ranger und bei Kennedys Europa, die Reisen des jungen JFK. Und ich freue mich, dass er wieder hier war. Philipp Dunne in der Web-Talk-Show, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken, Nico. Ich freue mich, mal wieder hier gewesen zu sein. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera mal wieder sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, wenn ihr denkt, ey, ich habe 5 € im Monat übrig, dann guckt, ob ihr die nicht vielleicht doch wirklich spendet für einen guten Zweck. Ihr habt ja gerade was Tolles von Philipp gehört, was der macht. Vielleicht ist das genau das Richtige für euch, aber auch vielleicht was ganz anderes. Und wenn ihr jetzt denkt, ach, sind doch nur 5 € und ich bin ja nur ein Mensch. 5 € können woanders unfassbar viel auslösen. Und wenn allein 10 Leute das denken, sind wir schon bei 50 €. Und das kann wirklich Welten verändern. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Tag zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Philipp Dunne. Bis dann. Das ist ja wie immer sehr, sehr schwierig. Und ich habe es mal wieder vergessen, dass das immer bei dir so ist. Aber dann sage ich halt, lasst euch nicht unter Druck setzen. Auch nicht von so jemand wie mir, indem er euch sowas sagt, sondern findet euren eigenen Weg. Aber wenn ihr da Bock drauf habt und das Gefühl habt, dass das was für euch ist, dann setzt Kinder in die Welt. Es ist wunderschön.